Moin und schön, dass ihr am Start seid zum Finale des ersten Burger-Turniers. Ich bin völlig platt. Wir sind im Drehmarathon am Start. Wir haben ja die beiden Finalteilnehmer, einmal Pascha, einmal Barisch. Wenn ihr die beiden Halbfinals sehen wollt, eins auf Holle TV, eins auf Holle 2614. Zwei Halbfinals, um sich hierfür zu qualifizieren. Das Game heißt Gastronom, VS Food Blogger, VS... was haben wir noch? Astronom, Blogger und Zuschauer. Genau, das haben wir am Start. Zum Schluss hat es der Abonnent und der Foodblogger ins Finale geschafft. Alle Kandidaten haben 500 Euro auf sich selber gesetzt, um hier dabei sein zu können. Außer der Abonnent, den habe ich gesponsert mit 500 Euro. Und so ist das Finale zustande gekommen. Haut den Daumen oben rein, Leute. Haut den Daumen oben rein. Einfach nur, es ist nicht viel. Unten raufklicken, das Video supporten. Mehr ist es nicht. Und Kommentar. Gerne auch bewerben für eine weitere Runde. Irgendwann mit Abonnenten, mit Hashtag Holle und eurer Stadt. Und wir gehen los. Mit dir, Barisch, wie fühlst du dich, Pascha, fürs Finale jetzt? Bist du gewappnet? Ist ja derselbe Drehtag, also auch so ein bisschen platt, ja. Aber immer noch optimistisch. Und beim Halbfinale habe ich auch nicht zu viel verraten, sage ich mal, auch nicht zu groß gesprochen. Ich bleib bescheiden, aber auch wieder gutes Bauchgefühl. Okay, Barisch, legst du deine bekannte Selbstsicherheit an Tag heute? Ja, also ich war nur besorgt wegen dem Cheeseburger-Battle. Mhm. Ich freue mich, dass ich jetzt weitergekommen bin, weil ich bin gekommen, um den Burger jetzt, den ich machen werde, den zu präsentieren. Genau, jetzt habe ich auch ein besseres Gefühl. Jetzt bin ich nicht mehr so nervös. Das heißt, es kommt was Besonderes heute auf uns zu, Leute, von euch beiden? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall was Besonderes. Denke ich mal, hat man so deutschlandweit noch nicht gesehen auf dem Burger. Okay. Bin ich der Meinung vielleicht schon, aber sehr unwahrscheinlich. Geil. Und bei dir auch, Parisch, ja? Ja, lasst euch überraschen. Aber dass er sehr krass ist, weiß ich. Geil. Jungs, wir werden in dem Sinne loslegen. Ich werde noch einmal meinen Akku tauschen und dann geht's, boom, rein ins Finale. Pascha hat eben noch mal was gesagt und das ist vielleicht nicht deutlich geworden. Jeder hat 500 Euro gesetzt, das habe ich gesagt, es geht um 2000 Euro. Der Gewinner wird diesen Batzen Cash an Start bekommen. Wenn nicht das ein Anreiz ist, dann weiß ich auch nicht. Wir legen los. Der Kollege Barisch bereitet schon mal seine Schmorzwiebeln vor. Pascha hat hier auch schon mal die Zwiebeln vorbereitet, denn du legst Zwiebeln ein, richtig? Genau, wir machen auch wieder eingelegte Zwiebeln. Mhm. Eigentlich zum Schaschlik, aber diesmal für Burger. Kommt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe es probiert, ist richtig geil. Mega, also die Jungs haben sich nicht umsonst qualifiziert fürs Finale, die haben geil abgeliefert. Es wird hier, wenn kein großer Fehler passiert, was Heftiges erwarten. Und die Rezepte sind auch in der Videobeschreibung. Ne? Für die Burger ist alles drin, alles am Start, könnt ihr euch reinziehen. Und jetzt geht's weiter im Video. Das mache ich einfach nur, damit die alle einzeln sind, damit so ein Zwiebelklumpen im Mund ist. Ja, gut zu wissen, weil wenn man jetzt keinen Plan hat, denkt man, du stocherst da so ein bisschen dran rum, wie eine Jungfrau, die nicht weiß, was sie zu tun hat. Das trifft natürlich nicht auf dich zu, mein Lieber. Jetzt kommt wieder Barisch mit ganz wilden Kräutern. Ich sehe das nur von hier und da geht mir schon wieder der Arsch auf Grundeis, dass da jetzt irgendein Scheiß passiert. Aber du hast mir in der ersten Runde lernen lassen, du weißt, was du machst. Was hast du hier? Ich habe hier Rucola. Ich war beim Kaufland. Beim Kaufland gibt es ja jetzt schon sehr viele Produkte mit Freunden zusammen. Und jeder hat das, was ihm aufgefallen ist, wo er meint, okay, das könnte vielleicht eine gute Idee sein, einfach in den Einkaufswagen reingeschmissen. Zum Beispiel das hier. Das sind Chili-Fäden. Die geben dann nochmal so ein Aroma ab. Die sind nicht scharf, nur das Aroma von einer Chilischote. Wie gesagt, ich habe damit auch rumexperimentiert. 90% von den Sachen, die ich eingekauft habe, sind in unserem Kühlschrank zu Hause gelandet. So. Und das, was am geilsten war, habe ich mitgenommen. Genau, alles hat hier seine Funktion natürlich. Es hört sich sehr experimentell an, beziehungsweise sehr besonders. Da wird wahrscheinlich wirklich was auf mich zukommen, was ich noch nie gegessen habe. Was kommt hier ein bisschen auf uns drauf? Du kannst uns ein bisschen vorspoilern. Ich werde jetzt hier mal das Geheimnis meines Burgers lüften. Mhm. Habe ich auch für mich bald bis jetzt. Und zwar, Leute, ihr habt ja schon gemerkt, ich bin wirklich Schinken- und Speck-Fan. Boah, was holt der da raus? Das ist das Feinste, was ich bekommen konnte. Das war Guanciale. Das ist die viel bessere Variante von Bacon. Okay, das wird richtig Geschmack reinbringen. Vor allem auch was wir überhaupt nicht kennen, ne? Das habe ich auch gesagt, kennen die wenigsten. Aha. So Guanciale auf dem Burger habe ich noch nicht gesehen. Habe ich noch nicht mal gegessen. Ich kann mich nicht daran erinnern, es gegessen zu haben. Genau, das war es aber noch nicht. Was ist das? Das hier ist Steinpilzpesto. Und diese Pesto ist auf jeden Fall kalt. Heftig. Ich muss dazu sagen, weil ich das vergessen habe zu sagen, Halbfinale war jeweils Cheeseburger-Runde und das Finale jetzt ist eine Freestyle-Runde. Die können machen, was sie wollen, sollen machen, was sie wollen, irgendwas Special-mäßiges machen. Steinpilzpesto, krank. Ich habe tatsächlich auch was dabei. Das ist Pastırma, auch Schinken, türkische Version sozusagen, mit einer gewissen Würze drinnen. Ob ich den benutze, weiß ich noch nicht. Bei mir wird die Soße speziell sein und das Rucola reinkommt. Ja, genau.
Petersilie feiern viele auch nicht auf Burger. Wirkt vielleicht komisch, aber Leute, alles ausprobiert. Ja, ich dachte auch, ich gucke nicht richtig Petersilie an euren Burger. Also man muss auch sagen, ich habe den Jungs zwar gesagt, macht ein bisschen special, habe aber nicht gesagt, wie special oder nimmt mal irgendwas, wo man denkt, das passt eh nicht. Sondern das ist alles frei von den gewählt. Petersilie finde ich auch sehr gefragt, Leute. Aber ich feiere das, dass jetzt mal special Sachen kommen, wo ich nicht weiß, wie das ankommt. Und ihr habt euch ja trotzdem was bei gedacht und seid überzeugt, dass der performen wird. Ja. Noch was, was ich loswerden will. Ich habe auch verrückte Dinge probiert, aber umso mehr Zutaten ist meiner Meinung nach die Gefahr zu hoch, dass du den Burger dann am Ende nicht magst, weil einfach zu viele Geschmäcker drin sind. Ich fokussiere mich auf eine Geschmacksrichtung bzw. eine Mischung. Und wenn ich jetzt scharf, süß, salzig, sauer und alles vermische, dann kann es sein, dass es dir nicht gefällt. Deswegen ein bisschen weniger, aber trotzdem etwas, was eigen ist. Also man merkbar, setzt gerne Akzente, hat man auch im Halbfinale gemerkt, aber gezielt. Wenn man dich nicht kennt, hat man gedacht, vielleicht einfach random irgendeine Scheiße, aber das hat schon Sinn und Verstand gehabt. Kommen wir auch zur Soße, wenn du schon hier bist. Butter, wie gesagt, auf nicht zu hohen Temperaturen leicht schmelzen lassen. Jetzt kommt erstmal Mayonnaise drauf. So, ich mache lieber mehr. Am Ende bleibt wahrscheinlich was übrig, aber... Das heißt, zu wenig zu haben, ja. Ja, genau, genau. Dann habe ich noch hier eingelegtes Knoblauch mit Kräutern im Öl. Das schmeckt sehr geil, ist intensiv. Das ist Knoblauch eingelegt in Öl, ganz klein geschnitten. Kannst du mal riechen, wenn du willst. Sehr intensiv, sehr intensiv. Und das haust du auf. Boah, Leute, also ich will natürlich niemandem zu nahe treten, aber es sieht so, ich möchte jetzt nicht sagen willkürlich aus, aber ihr wisst ja, was ihr macht. Ich habe ja gemerkt, ihr könnt die Burger machen, ne? Deshalb, das wird irgendwie, wird das schon Hand und Fuß haben. Aber ihr habt nicht irgendwie einen gesmoked am Wochenende, habt euch auf irgendwie eingekauft Fall. Und irgendeine Scheiße. Mama, ich habe nichts getan, wenn ich schon bei meiner Mutter bin. Ich bin ja Moslem. Ja. Ich habe jetzt Rotwein mitgenommen. Ich weiß, dass Rotwein und karamellisierte Zwiebeln so gut zusammenpassen. Gut, da bleibt jetzt kein Alkohol übrig, nehme ich mal an. Ja. Aber das ist halt für den guten Holle. Aber auch und muss durchgekocht, weil ich trinke auch keinen Alkohol, ne? Wenn du nicht möchtest, kann ich es auch wenn du es auskochst, ist keine in Ordnung. Wenn du es auch aus. Ja. Und das haust du in die Zwiebeln oder so. Ja, genau. Wieder wenig, bisschen Aroma, Fruchtigkeit. Okay, ja, bin ich dabei. Bin ich dabei. Können wir machen. Dann haue ich noch Limette rein, ganz wenig, nur ein paar Tropfen. Dann hier kein Kokomel, sondern Rotweinessig. Auch nur extrem wenig. Ich tue erst was auf den Deckel drauf. Ich sag dir jetzt schon mal, wie es ist, Barış. Entweder du bist völlig größenwahnsinnig oder du bist voll das verrückte Genie, was Kochen angeht. Weil das hört sich für mich wirklich an, ich habe mal wieder einen gedampft. Denk, ich bin hier drei Sterne kochen. Mach ein Bischir, mach ein Buch, denk, ist heftig, aber eigentlich ist voll der Müll. Beim Cheeseburger habe ich mich nicht entfalten können, aber hier 100%. Komplett deine Kreativität. Ich habe mir nur Sorgen gemacht wegen dem Cheeseburger. Ja. Also ich glaube, wir sind alle hier mindestens genauso gespannt wie ich, ob das jetzt so ein Müll wird. Aber hier, also ich bin da bewusst mal wieder. Ich habe extra mal ein bisschen Fett wolfen lassen. Beim Halbfinale war es nicht fettig genug. Ja. Deswegen für den Notfall, der jetzt eingetreten ist, habe ich mal ein bisschen Fett mit. Machst du noch mehr dazu? Kranker Typ, Mann. Der weiß, was er macht. Geil. Man muss ja auch dazu jetzt nochmal sagen, für die, die vielleicht irgendwie das Halbfinale gar nicht geguckt haben, was Sinn aber macht, das Halbfinale natürlich sich anzugucken. Der Kollege ist ja Foodblogger. Spezialist auch auf dem Grill. Könnt ihr euch gerne reinziehen und gucken, euch von überzeugen. Genau. Er haut schon mal den Speck rein, brät da drin dann die anderen Geschichten an, damit der Geschmack in die anderen Zutaten übergeht, ne? Genau, hast du gemerkt. Da habe ich mir gemerkt, so für euch, das funktioniert auch hier oben noch alles. Ne? Eins kommt zum anderen schon. Der gute Benny auch noch am Start, obwohl er raus ist. Ne? Ja. Ist er hier jetzt im Film, das ist korrekt von dir. Ich hoffe einfach, dass ich nachher auch mal abreißen lasse. Ja, mit Sicherheit. Die Messlatte bei den beiden ist so krass hoch, weil die auch im Rüstung ansetzen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, besonders bei Barış. Da kommt was. So, Fett hat Saft gelassen. Paul hat schon erklärt, jetzt nochmal extra Butter. Okay. Wir nehmen hier alles mit. Butter, Geschmack vom Fleisch, alles, ne? Wir nehmen alles mit. Eins kann ich euch wirklich sagen, der Burger war krank von Pascha. Also ganz stark. Das mal von Rolle zu hören, ist schon geil, vor allem, was so viele Leute Da hat Barış vorhin noch was Schönes gesagt. Du hast gesagt, du wirst dich auch auf mein Urteil freuen. Warum? Genau, weil das ist ja dein Job, Burger zu testen und zu bewerten. Bei mir ist es so,
ich bekomme nur eine Bewertung von Freunden oder von meiner Mutter. Meine Mutter würde wahrscheinlich nie sagen, dass es scheiße ist. Die würde ihn nicht verlängern. Sondern dass es, genau, dass es okay ist. Und jedes Mal, wenn sie sagt, dass der Burger gut ist, freue ich mich nicht darüber, weil ich will mal hören, nee, hey, das geht nicht. Ja. Oder ich will wissen, wenn er wirklich sehr krass ist, will ich es halt nicht von meiner Mutter wissen oder von einem guten Freund von mir. Viele sagen halt, ja, der schmeckt geil. Ja. Und am Ende komme ich zu Holle und der sagt mir, was hast du für eine Scheiße hier gekocht? Deswegen bin ich auch glücklich, dass Holle meinen Cheeseburger gefeiert hat. Jetzt weiß ich auch, dass ich was drauf habe. Bisher gab es so einen wie Holle nicht und deswegen bin ich dir auch sehr dankbar. Ja, sehr gerne, Digi. Sehr korrekt. Sehr gerne. Ich fühle das, wenn ich mich reinversetze und ihr vielleicht daheim auch. Stellt euch eure Mutter vor, wie sie zu euch sagt, boah, das schmeckt mega scheiße. Ja, ist schwierig, ne? Gar nicht schwer. Aber wenn ich an meinen Vater denke, den habe ich mal mit dem ich Lammtag gemacht, habe ich gegrillt, ne? Da durfte ich salzen. Er hat noch 20 Minuten nachher, es hat dann noch der Gruß geht raus an dich, Vater. Du hast etwas übertrieben, ich habe nie mehr Bock für dich Essen zu machen, ja? Also der wusste schon genau mir zu sagen, dass scheiße geschmeckt hat. Würdest du sagen, beste Eiweiß kriegst du bei Zack Plus mit dem Code HOLLE10. Yes. Ne, für Qualität made in Germany. Also bestehe ich drauf, dass du das nächste Mal bei Zack Plus bestehst. Kannst du mir später mal einen Shake machen? Ja. Ich gehe heute Abend vielleicht mal in den Gym. Ich gebe euch ein Feedback, wie es schmeckt. Dann gleich 10 Kilo mehr drauf. Die Buns sind quasi schon ready. Du bist schon gut am Start, ne? Mach's jetzt fertig. Oh, das ist echt durchsichtig. Hättest du da irgendwie einfach Folie draufgelegt? So eine, bist du mit den Zwiebeln jetzt zufrieden, so einigermaßen? Yes, yes. Kräuter auch drauf gemacht? Ich habe Thymian und Rosmarin reingehauen. Einen kleinen Geschmackskitzel. Einen kleinen Klacks, genau. Ist kein Experiment gerade, war mal eins. Und jetzt ist es zu festem Bestandteil geworden. Yes. Da es ja nur für einen Burger ist, sehr, sehr wenig. Das war's. Ich muss gerade noch überlegen, ein oder zwei Scheiben Käse. Das ist echt schwer, aber ich glaube eine. Und hier auch nicht zu viel, das sind so 80, 90 Gramm. Und den gleichen Effekt nochmal mit dem Saft von Guanciale diesmal. Ihr seht, wie wenig das war und wie viel Saft da rausgekommen ist. Ja. Genau. Wieder mal smashen. Willst du mal probieren? Ja, ich probiere die mal. Wegen dem Rosmarin. Also nicht ob du schmeckst, weil es schmecken tut. Ich wollte nur. Ich schmeck's raus. Ja? Die Kräuter schmecken raus, aber es ist geil. Ja. Top, Leute. Also wenn ich euch Tipps im Video ans Herz lege, wo ich sage, probiert das mal aus, die wirklich geil sind, das kann ich euch empfehlen, weil das ist gerade. Ich möchte jetzt nicht sagen Game Changer, weil ich nicht weiß, wie es auf dem Burger performt, aber so die Zwiebeln an sich haben so ein geiles Kräuteraroma. Frisch geil. Sehr gespannt, sehr, sehr, sehr gespannt. Da ist er fertig. Mein lieber Pascha, Finale, Mann, Finale. Du hast es geschafft. Jetzt gerade kranke Anspannung. Ich knall da rein jetzt. Du hast ein ganz vertrautes Feeling bei mir geschaffen. Ich habe jetzt gerade die Befürchtung gehabt, dass ich es nicht mehr greifen kann. Den Schinken, wie heißt der nochmal? Guanciale. Du hast ihn so kross gemacht. Es war direkt so das Feeling, wenn du Chicken Wings im Ofen richtig kross machst und die Haut und die knusperst. Und das hat komplett dieses Feeling zum einen vom Biss, vom Knusper, aber auch vom Geschmack her. Dieses einfach ganz hart an Grenze angedingst, aber mega heftig. Ist auch, ist der Steinpilzpesto drin? Schmeckst du das oder geht unter? Bisher noch nicht, die, ehrlich gesagt nicht.
Also ein ganz geiles Feeling, wenn du so einen Schinken hast. Kannst du natürlich leicht anrösten. Du kannst es wenig machen, ja. Du kannst es doll machen. Du hast dich für eine starke Variante entschieden. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine geile Kombi das ist. Dieser Geschmack von kross gebratenen Bacon oder was auch immer es ist, heftig. Und Zwiebeln hast du gemerkt? Also ich habe gesagt, Schaschlik-Zwiebeln gehen auch unter quasi, ne? Ist nichts gemerkt, vom Pesto nichts gemerkt. Sehr präsent, der Schinken. Ich will es dabei belassen, wir bleiben für den Rest des Burgers, bleiben wir da. Wir gehen gleich nochmal zu Barisch rüber. Wirklich guter Käse auch, den du verwendest, der passt einfach. Bin geflasht. Sehr gut. Wir machen hier weiter. Jetzt wird was kommen, was noch keiner von uns wahrscheinlich gesehen und geschmeckt hat. Dann können wir langsam die Soße schon mal machen. Das ist die etwas säuerliche Soße mit den Chili-Stücken. Diesmal kommt Knoblauchpulver drauf, weil Knoblauch mit dem Rucola passt einfach sehr gut zusammen. Dann Pfeffer, tue ich diesmal etwas weniger, weil halt Knoblauch dabei ist, aber trotzdem mehr als die meisten, nehme ich mal an. Die Seite ist jetzt nicht so kross, das ist beabsichtigt. Alles klar, die zweite Seite kommt jetzt krosser. Die Rückseite kommt krosser, genau. Können wir schon mal Rucola drauf tun. Schön auf die Soße, damit der auch klebt. Aber ich sag mal so, auf dem Medium-Faktor, da legst du jetzt keinen Wert drauf, ne? Definitiv, damit das Fleisch nicht trocken wird. Mhm. Weil ich es jetzt ein bisschen länger drauf lassen habe, kommt Salz drauf, wieder nicht zu viel. So, der schmilzt ja bis dahin. Jetzt kommt noch Käse drauf, wieder der gleiche Cheddar. Wieder der gute Cheddar. Genau. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, ne? Steht in der Videobeschreibung auch der gute Kollege. Schaut unbedingt mal rein. Ne? Die haben sich viel Mühe gemacht, viel Geld auch investiert, um hier am Start zu sein. Das stimmt. Vielleicht gefällt euch das. Guckt ihr mal rein auf der Videobeschreibung, wenn ihr Lust habt. Ich freue mich, Leute. Sehr sympathischer Typ auf jeden Fall. Gleich ist er fertig. So, was geht gerade in deinen Kopf vor, Barisch? Immer noch siegessicher, sehr siegessicher? Ja. Naja? Ja, klar. Ja. Okay. Mhm. Sehr wahrscheinlich geschmolzen sein, ja. So. Teilen wir jetzt noch und fertig. Warte nur ganz kurz, ja? Ja, ach, er muss noch ganz kurz ruhen. Mhm. Genügend, oh geil. Der finale Moment, guckt ihn euch nochmal an. Kannst ihn auch mal zusammendrücken, einmal vorher. Das ist schon, also der ist schon sehr saftig. Sehr saftig, ja. Aber langsam, was sicher geht, dann mal das Herz raus. Jetzt steigt die Spannung krank. Denkt dran, Leute, für den Aufwand, wir haben uns kaputt gemacht heute. Gerne den Daumen oben scheppern lassen. Und einmal nicht mehr tun, einfach nur unten raufgehen, einmal den Daumen umknallen lassen und das war's. Pass auf, es tropft komplett. Achte auf die Säure und auf die Süße. Also erstmal, was sehr positiv ist, sind diese Kräuter, die wir verwenden. Die merkst du direkt. Geile Sache, also du merkst wirklich direkt die frischen Kräuter. Endgegner geil, kann ich jedem empfehlen. Und ich habe, meine Absicht war, nicht zu viel Süße reinzutun, deswegen habe ich den Saft von der Zwiebel auch nicht genommen. Ich weiß nicht, ob es gelungen ist, kannst du ja mal sagen. Süße ist sehr gut abgestimmt, die. Sehr gut abgestimmt. Sehr gut. Das hast du heftig gemacht, Pulli. Vor allem wie beim letzten Burger auch. Geile Röstung wieder reingezaubert. Ja. Knuspert. Dieses Kräuterfeeling. Gut mit dem Salz gearbeitet. Gut mit den Gewürzen gearbeitet. Leichte Frische durch den Rucola. Rucola merkst du aber nicht so. Jeder, der Rucola nicht mag, könnte ihn trotzdem nehmen, weil du merkst ihn gar nicht. Ich hasse Rucola. Nur dieses leichte Unterbewusstsein kommt das hoch. Dieser, ich nenne es jetzt mal bittere. Aber du nimmst es gar nicht so wirklich wahr. Das ist jetzt die Chili-Ding. Die kannst du auf deiner Zunge zergehen lassen. Für den etwas anderen Geschmack zwischendurch. Hättest du ein Medium hingekriegt, fände ich ihn noch geiler wahrscheinlich. Ich finde, Medium passt ja nicht. Wenn es ein Steak wäre, dann bin ich voll bei dir. Ich habe es ausprobiert, aber es passt einfach mit dieser Säure nicht. Es passt einfach nicht. Also, abschließend erstmal Bewertung zum Burger. Rosmarin, Kräuter, Thymian-Note krank. Knusper krank, Abschmeckung krank. Säure von der Soße, babamäßig. Einziger Negativpunkt, nicht mal das Medium, weil ich es nicht weiß, ob es besser wäre, weil es ist so gut. Kam ein Moment, das habe ich bisher nur beim einzig wahren Ahmed gehabt, kam ein Moment dieser, ich nenne es jetzt mal Frikadellencharakter rüber, wie wenn du eine Frikadelle formst und ganz normal Frikadelle brätst. Das möchte ich beim Burger nicht haben. Das habe ich bisher, ich weiß nicht, warum es bei Ahmed war, bei dir habe ich es auch ganz kurz gehabt. Einziger Kritikpunkt. Bei dir, absolut geiler, heftiger Crunch, Mann. Es war Endgegner. Bun war Endgegner.
Es war ein heftiges Gesamtergebnis. Zwiebeln habe ich auch nicht gemerkt. Das war so eine Burger-Kategorie, du beißt rein. Du hast nicht diese Geschmacksexplosion an vielen Punkten, sondern du hast es fokussiert auf einen bestimmten Geschmack, aber der war Endgegner. Ich kann euch sagen, beide Burger sind Endgegner und mein erster Gedanke war tatsächlich, ich muss beinahe unentschieden geben. Aber das kann ich euch gleich erst sagen, denn ich werde da jetzt einmal drüber nachdenken müssen, weil sie beide sehr heftig waren. Da müsst ihr einfach mich einmal denken lassen. 2000 Orken, naja. Kann jeder schon mal ein bisschen einmal zählen, ob nicht ein paar Scheine verloren gegangen sind? Das wäre prächtig. Ah, scheiße, Leute, ihr macht mich kaputt, ey. Okay, pass auf, Leute. Pass auf. Ey, ich mach's kurz und schmerzlos. Du kriegst, Pascha, von mir wieder eine 8,7 von mir. Und in dieser Runde gibt es ein Unentschieden. Ich kann es nicht anders sagen, es geht nicht. Ich würde gerne, Leute. Es tut mir leid, seid nicht sauer auf mich, aber wenn ich sie gleich gut finde, kann ich es nicht anders machen. Es gibt ein Unentschieden. Ich kann nicht anders, es geht nicht anders. Es ist beides eine 8,7 für mich. Ich kann keinen Gewinner geben. Das müssen wir entweder in einer extra Runde, in einem extra Finale. Vielleicht schreibt ihr es rein, wenn ihr das wollt. Ja, aber ich kann heute keinen Gewinner nehmen. Belastend, ne? Erstmal Respekt. Außer es geht weiter. Ja. So, ihm gönne ich es auch, weil er ist halt gerade mit der Schule fertig geworden, will die Ausbildung starten. 100%ig, was sagst du? Kann ich nur bestätigen. Ja. Aber nee, Geld ist nicht alles. Ich freue mich auch, dass du einen Kritikpunkt hast. Damit kann ich was anfangen, so. Werde ja jetzt nicht aufhören, Burger zu braten, ne? Also. Oder wollt ihr Xing Shang Chong machen, wer den Gewinn kriegt? Das ist, nein. Das wäre heftige Game. Zählt gleich nochmal außerhalb der Kamera nach. Vielleicht habe ich mich verzählt. Leute, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Muss ausgefochten werden. Werdet ihr bereit, wenn es nächste Runde gibt, die 1000 Euro wiederzusetzen im Finale? Werdet ihr bereit? Habt ihr die Eier? Sagt es jetzt. Also ich denke mal auf sportlicher Basis schon jetzt ohne Schnickschnack-Schnuck. Ja. Auf Burger-Duell-Basis. Wer ist dort dabei? Also ich sag dir ehrlich, es war schon eine harte Reise für mich. Ich habe richtig Bock, nochmal vorbeizukommen. Ja. Aber das Geld nicht auszugeben und das nochmal einzusetzen, wird mir schon schwer fallen. Wir werden darüber in Ruhe sprechen. Ich würde sagen, Leute, wir müssen das Video erstmal beenden. Wie gesagt, bitte den Daumen oben knallen lassen, Kommentar da lassen. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke an euch auch, Jungs. Danke an dich. Sehr danke gerne. Danke für die Möglichkeit. Danke für die Zeit. Sehr gerne. Danke. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.